Cheerio, meine Lieben. Ja. Mit Überlebenden, willkommen zurück zu Subnautica. So. Ich habe jetzt zum Beispiel erfahren, wo wir Schwefel kriegen. Wo wir Nickelerz kriegen. Warum kriegen wir Nickelerz? Wir kriegen Nickelerz tatsächlich. Irgendwann müssen wir mit dem Ding eigentlich losfahren hier. Das ist einfach so. Ach, das Steuern ist einfach so. Nö. So, wir müssen zu den Frecklaternen. Zu den Frecklaternen, Wracklaternen. Da. Da steht auch heißes Gebiet. Ja. So, wir haben Schnuffi aufgetankt, wie ihr seht. Repariert. Ich habe Tatsache gepökelten Fisch jetzt dabei. Einfach eine Hoffnung, dass das einiger Zeit reicht auch. So. Wir haben jetzt auch beide Tafeln dabei, sowohl orange als auch violett. Heißt also, wir werden erstmal jetzt bei den Wracklaternen zu den Dings fahren. Zu diesem Eingang, wo die Orange gefehlt hat, also die orange Tafel. Und dann werden wir versuchen, nochmal die Einrichtung zu finden. Um dort. Die lila Tafel einzusetzen. Ich hoffe mal, wir kriegen sie dann wieder. Das weiß man ja nicht. Nickelerz gibt's unter dem. Nickelerz gibt's unter dem Schwefelnebel. Also, wir waren ja in diesem. Ich weiß jetzt, wie das Gebiet hieß mit diesen ganzen Skeletten. Das ist der Lost River. So, und beim Lost River. Beim Lost River gibt es die. Gibt es ja diesen grünen Nebel, wo ich mir fragte, was ist denn das? So, und das ist tatsächlich Schwefelnebel. Problem ist, dass man. Dass man verletzt wird, wenn man in diesen Schwefel reingeht ohne Fahrzeug und so. Ja. Ich bin aber versucht, gleich zu speichern und dann einmal reinzuhüpfen. Um zu sehen, wie viel Schaden macht das Ding denn überhaupt, ne? So. Jetzt ist die große Frage, wo müssen wir lang? Ich würde ja sehr gerne den Dings folgen, den Rochen. Aber ihr seid ja gar nicht Rochen. Ihr seid ja hier, diese anderen Viecher. Ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Ich speichere aber nochmal zur Sicherheit. Habe ich ganz vergessen. Einmal zur Sicherheit noch speichern. Keine Lust, dass wir da gleich irgendwie. Ich fahre ja schon wieder nach oben. Ich will ja gar nicht nach oben. Ich will in die Höhle rein, Mann. Ich will tiefer, nicht höher. Da, Höhleneingang. Siehst du? Lass mich doch mal in Ruhe. Ich würde auch sehr gerne wissen, was das für eine Nachricht war, die wir da bekommen haben. Das war ja wieder mal so eine Dingsnachricht hier. Von den Warpern. Genau, jetzt fahren wir Richtung. Jetzt fahren wir langsam. Ja, da kommt er auch schon. Ey, diese Kackfische immer, ne? Ja, guck mal, da ist auch schon der Rochen. Darunter soll Nickel sein. Kann ich hier jetzt einmal kurz runter, ohne dass mich so ein Warper gleich wieder annervt? Ich versuch's mal.
Nein, das ist Quarz. Aua, aua, aua. Okay, er tut schon ein bisschen weh. Ich hätte, glaube ich, Midi-Packs einpacken sollen. Kann nur hoffen, dass die sich da wieder regeneriert. Joa. Warum gucke ich denn mal von hier aus? Guck mal, ich glaube, das ist kristallisierter Schwefel. Oh, das frisst aber auch an unserer Rüstung. Hier seht ihr das? Ich glaube, das hier ist kristallisierter Schwefel. Aua. Eieieiei. Gut, wir denken daran, dass nächstes Mal, wenn wir hierher kommen, Medipacks mitnehmen, Alter, wir sind fast tot. Ich weiß nur, dass ich hier jetzt lang gefahren bin, weil ich wollte. Genau hier sind wir. Sehr schick. So, und hier, wo war jetzt die grüne Tür hier noch? Lag. Da drüben. Da drüben ist die grüne Tür. So, hallo, da bin ich wieder. Nickelerz. Bitteschön. Ich speichere mal, bevor ich da reingehe. Ach, das ist jetzt auch unter Erde. Fremde Knochenproben. Klauentang. Hi. Pflanzenproben. Alles klar. Guck mal, Knuddelfischei nehme ich mit. Quarz gibt es hier auch einiges. Ah, hier. Da hatten wir Fortpflanzung der Tierwelt. Alles klar. So. Nein, ich krieg mein Dings nicht wieder. Aber deswegen war wahrscheinlich das Nickel auch hier vorne. Okay, gucken wir uns das nochmal an. Ja, wie gesagt, kristallisierter Schwefel haben wir erhalten. So. Daten-Downloads, da haben wir es. Fremde Daten. Daten aus Konsole. Daten über die Fortpflanzung der Tierwelt. Umfangreiche fremde Forschungsdaten über die örtliche Tierwelt mit einem besonderen Schwerpunkt auf ihre Fortpflanzungsmethoden. Kernaussagen wurden zusammengefasst. Die Fremden fanden heraus, dass die Tiere aus diesem Planeten nur ein Geschlecht, haben. Sie beobachten örtliche Organismen bei ungeschlechtlicher Fortpflanzung. Alle untersuchten Individuen waren zur Eiablage fähig. Normalerweise benötigten die Eier genetisches Material eines zweiten Individuums ihrer Tierart. In seltenen Fällen wurde nur ein Elternteil benötigt. Die evolutionäre Mutation wurde dann durch die Auswirkungen der Umwelt selbst ausgelöst. Die Forschung scheint sich auf die Brutbedingungen und genetischen Unterschiede zwischen Eltern und Nachkommen konzentriert zu haben. Alles klar, die haben also alle hier nur ein Geschlecht. Forschungsausrichtung. Ein großes Labortisch und dazugehörige Scanner enthalten Technik, die weit über die derzeitiges Verständnis hinausgeht. Instandhaltung der Ausrüstung. Gut. In Stase gehaltene örtliche Pflanzen. Die Fremden sollten offenbar ein umfassendes Wissen über das Ökosystem des Planeten erlangen, das zur Unterstützung der Forschung an den Exemplaren notwendig gewesen wäre. Okay. So. Jetzt müssen wir ja eigentlich noch. Deswegen lag das Nickel auch hier vorne. So, im Grunde müssten wir jetzt
Da unten ist noch kristallisierter Schwefel. Ich kann jetzt nicht rausgehen. Ich bin tot, wenn ich da wieder rein jumpe. Wie gesagt, ich hätte Midi-Packs mitnehmen sollen. Was war jetzt das da? Dieses riesen Ding, ne? Das ist so krass, Alter. Einmal hier so zack machen. So. Wir wollten aber jetzt weiterfahren. Freunde. Ich wünschte, hier wird noch mehr wie Nickel rumliegen, aber wie war jetzt gesagt, ich gehe einfach mal stark davon aus, dass das Nickel da nur rumlag, weil wir. Okay, da fahre ich ja wieder zurück. Da fahre ich ja wieder zurück. Also es gibt hier, der Planet war wahrscheinlich mal belebt, bewohnt von diesen riesen Viechern hier. Und die haben dann die Leviathaner als, ja, was soll man sagen, Nahrung genutzt. So, war, bin ich jetzt doof? Ich bin auch hier irgendwo mal rausgefahren, dachte so, what the fuck ist das? Da fahren wir ja wieder zurück, wo wir herkamen. Da oben? Ja, alles gut. Ja, das sieht danach aus. Ich muss das Ding irgendwie verjagen. Ich muss an das Ding da ran. Kernreaktorfragment, perfekt. Problem ist, wenn ich jetzt einmal noch Mann, Schnauze. Nix. Stimmt, dann muss ich mich auch noch informieren, ne? Alter! Verpiss dich! Dann muss ich mich auch noch mal informieren, was das mit dieser Warper-Nachricht auf sich hatte. Hier ist noch ein Teil vom Kernreaktor, aber den haben wir ja jetzt, das ist gut. Ist die Frage, wie der eingetrieben wird. Schnauze, lass mich in Ruhe. Yay. Ups.
Oh, so ein Stück vom Kernreaktor ist hier. Kommt das Ding überhaupt hierher? Ich sehe jetzt irgendwie nichts, dass da irgendwie runtergesegelt sein könnte. Das ist etwas irritierend, wenn ich ehrlich sein darf. Ach guck mal, wir haben ja diese kleinen Spinnen hier schon wieder. Die Reißer, ne? Ja, die haben einen Sound. Ja. Ich glaube, ich könnte mal eine davon umfahren und so. Okay. Hätte sein können. Entschuldigt. Uranit. Uranit. Ja, stoß zu. Oh. Vital signs stabilizing. Tschüss. So, wo ich hin will, ist Dingsbums. Nochmal zu dieser. Ah. Das war knapp. Hau ab. Das hier ist nicht mehr dein Gebiet. Schade, dass es nicht mal irgendwie so ein Nickel gibt, was auch angeschwemmt wurde oder so. Das ist kristallisierter Schwefel. Quarz haben wir hier. Was ist das? Wieder eine hier. Oh, 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 ey. Hihi. Das hält doch ganz gut noch was aus. Guck mal, hier ist noch so ein. War ja nicht gerade ein Durchgang? Doch hier. Schwefel, Gold. Okay. Noch mehr Schwefel und Gold. Oder ist es Uranit? Das kann natürlich auch Uranit sein, einfach. Weiter geht's. Wie gesagt, ich will zu dieser Basis nochmal zurück. Da haben wir noch einen Datendownload. Genau, hier ist das Seedrachen-Skelett ja so präsentiert.
Wie gesagt, für die Nickel und so müssen wir mal herkommen mit Dingsbums. Mit Midi-Packs. So. Nö. Lass mal. Oh, oh, oh. Ja. Entschuldigung. Passt ihr kurz einmal auf, Leute? Ich möchte nämlich einmal kurz meinen. Also, wir haben wieder Leben zurückbekommen. 10. 10 Punkte. Ach ja. So, Leute, ich reiß mal weiter. Ich suche nämlich noch. Ja, ich würde gerne bei euch bleiben, aber ich suche noch tatsächlich. Die Forschungsstation wieder. So, also. Maximum depth reached. Oh, falsche Richtung. Da geht's ja nach Dings. Da geht's in die Lava-Zone. Da wollen wir jetzt aber ja nicht hin. Ah, ich wünschte, es gibt noch so ein 4er-Update für die. Für die Motte. Es ist tausendmal angenehmer, mit der Motte zu fahren, als mit diesem langsamen Zyklopvieh, ey. Da müssen wir natürlich den Krebsanzug auch noch mitnehmen. Ihr müsst euch vorstellen, wir müssen ja hier ganz runterfahren, ne? Gut, das war falsch. Da oben, glaube ich, war das durch, ne? Ich fahre einfach mal hoch da. Wir sehen ja, ob wir richtig sind, wenn da gleich sich was Langes langschlängelt. Sag mal, die Dings hier, ne? Hier, das da. Das ist normal, ne? Jo. Das ist normales Titan. Hier komme ich doch gerade her. Mann. 40% wieder. Da, siehst du mal. Wir kommen dem Ganzen schon wieder näher. Ja, perfekt. Ja, nee, lass mal. Da. Gut, wir kommen hier nicht rein. Ah, hier, eine meine pinke Tafel. Danke. Probenforschungsdaten. So, vom Eingang wieder weg. Gut, ist weg. Sehr schön. Danke. So. Da. Ein Katalog mit Informationen über die Organismen, die zuvor in diesen fremden Einrichtungen aufbewahrt wurden. Einige Einträge können übersetzt werden. Kleiner Pflanzenfresser Kappa.
Dieser Eintrag bescheint sich auf die gewöhnlichen Glubscher zu beziehen. Keine Immunität gegen die Infektion. Tod tritt in der Regel innerhalb von 4 Tagen ein. Zeigt eine Rückbildung der Symptome beim Kontakt mit Enzym 42. Symptome kehren jedoch schnell zurück. Zeit fortgeschrittenes Lernverhalten und etwas Fassungsvermögen, um Enzyme auf andere Exemplare übertragen zu können. Levian-Embryos. Ausgewachsene Exemplare für Studien in Behältern zu groß. Eiern aus Nestern entnommen. Embryos zeigen keine Zeichen von Immunität. Tod tritt in der Regel innerhalb von 3 Wochen ein. Kleine Proben von Eiern für weitere hochpriorisierte Forschung der Brutvorgänge der Leviathan aufbewahrt. Große Fleischfresser Tifa, außer Außenlabor zur Erforschung der Überreste eingerichtet. Zeigt gewisses Potenzial zur Immunität gegenüber den Infektionen, aber physikalische Überreste erweisen sich bisher als unzureichend für eine vollständige Rekonstruktion. Unidentifizierter Leviathan. Dieser Leviathan wurde mit der Bezeichnung Sie-Imperator versehen. Knochenproben vom Imperator-Exemplaren zeigen gewisse Potenzial zur Kara-Immunität. Einzelne Exemplar für Studien in nur zu diesem Zweck gebauter Sicherheitsrichtung unterhalb gebracht. Errichtet in der Vulkanregion in 1,4 Kilometer Tiefe. Wow. Bewertung. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sich der Imperator-Exemplar noch in verschiedenen Einrichtungen befindet, ist es vielleicht möglich, dort weitere Daten über die Suche der Fremden nach einem Heilmittel zu finden. Ja, das heißt, wir müssen definitiv uns hier weiter ausbauen, ne? Dann würde ich mal sagen, fahren wir wieder zurück. Denn wir müssen Nickel sammeln. Für Nickel brauche ich wesentlich mehr Midi-Packs. Hallo. Ja, ja. Ah. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, ich beende die Folge dann auch einfach für heute. Beim nächsten Mal fahren wir nach Hause und schauen doch mal, dass wir uns da genug Medipacks einsammeln für unser Vorhaben. Ich versuche mal, wenn ihr den Part bewerten könntet, denkt auch an den, ja, an den roten Knopf der Tiefsee. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Werden wir heimkehren und vielleicht benutzen wir dann auch schon den Zyklopen. Wir schauen einfach mal. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Ja, ciao.